Kapitel 18. Vertrauen in den Feind. Der restliche Tag schien nur so zu fliegen. Sehr zu Epsilons Unwohl. Mental versuchte sie sich vorzubereiten auf alles, was an diesem Abend herauskommen könnte. Für jede Anschuldigung versuchte sie eine Antwort zu finden. Für jede Wahrheit ein Argument der Falschheit. Letztlich aber blieb nur ein einziger Punkt, auf welchen sie wahrlich setzen konnte. Ihr Gespräch mit Aurora und Kel hatte im Prinzip in jenem Moment geendet, als der Kaiser gegangen war. Stattdessen hatte sie sich zum Kampfring begeben und es tatsächlich geschafft, Seraora nicht zu frustrieren. Anders als letztes Mal, als sie selber durch den Plot-Kaiser frustriert war. Eher im Gegenteil. Sie hatte genug Zorn im Magen, welchen sie gegen ihre Teamkameraden herauskämpfte, um noch stärker zu kämpfen als sonst. Doch so oder so brach der Abend schon bald an. Team Slash begaben sich zu dritt auf den Weg zur Versammlung, wobei sich Seraora und Monagoras offensichtlich nicht zu viel dachten. Für sie schien es nur die nächste, sinnlose Runde zu werden, in welcher außer Worte nichts herauskommt. Aber bereits als sie eintraten, nach Team Nordica, aber noch vor Polarnavatra, bemerkte sie Darkreis auftreten. Er saß stumm an seinem Platz, den Blick starr gerade ausgerichtet. Erneut umgab ihn eine rote Glut. Eine seiner Klingen lag vor ihm auf dem Tisch. Epsilon wusste, er hatte ihr Kommen bemerkt. Auch wenn es dem Schatten kein bisschen anzusehen war, da sein Blick völlig stur blieb. Unruhig setzte sich also auch Epsilon auf ihren gewöhnlichen Platz. An der rechten Seite des Tisches des Team Slash. Wobei sie den Eindruck hatte, dass dieser Tisch doch verschoben stand im Vergleich zu sonst. Oder bildete sie sich nur ein, dass sie Darkrai sonst nie direkt gegenüber gesessen hatte. Außer leisen Flüstern zwischen Team Nordicas Mitgliedern, teilweise eingeschlossen Monagoras und Seraora, war Stille das Einzige, was den Raum beherrschte, für eine Zeit, die sich ewig anfühlte. Jedoch waren es eigentlich nur Minuten, bis die Tür sich erneut öffnete und Aurora und Kel den Raum betraten. Es war vom ersten Anblick offensichtlich, dass Aurora sehr in Eile gewesen war. Vermutlich, da sie die Verspätung irgendwie verschuldet hatte, während Kel etwas zufriedener blickte. Als die beiden sich an ihren Platz niedersetzten, brach Darkrai zum ersten Mal aus seiner Starre frei, als er sich kurz umblickte und alle Anwesenden zum Verstummen brachte. Pokémon! Falls irgendjemand noch nicht bemerkt hatte, dass die Laune des Schattens kaum schlechter hätte sein können, dann war jetzt der Moment gekommen. Wir haben einiges zu besprechen. Die Zeit seit unserem letzten Treffen war doch sehr informativ. Beinahe zu sehr, will mir scheinen. Also Punkt 1. Ich habe getan, was ihr alle wolltet. Und nachgelesen, ob Elementaras Tagebuch irgendwelche Informationen erhält, die uns dem Täter einen Schritt näher bringen. Und wisst ihr, was ich finden musste? Vielleicht hören sich meine Aussagen nach Irrsinn an. Aber Latias kann alles bezeugen. Zudem habe ich das Buch dabei. Das Buch, welches mich lehren musste. Dass ich nur glaubte, das Pokémon zu kennen, welches unsere Liga und unser Team geleitet hat. Eine Kämpferin mit reinem Herzen und einem Drang zur Gerechtigkeit war, wen ich kannte. Und ich werde mich nicht überzeugen lassen, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Was mir allerdings fremd war, war ihre Überzeugung vom Frieden. Denn sie hatte Mitstreiter in ihrem Kampf für eine gerechte Welt. Oder eher war sie eine Mitstreiterin. Für ein Pokémon, dem sie laut diesem Buch mit ganzem Herzen vertraute. Ein Pokémon, dessen pures Wesen sie überzeugen konnte, dass ein Ideal korrekt wäre, welches sie ansonsten abgelehnt hätte.
Ein Pokémon, welches seine Ideale nicht mit dem eigenen Gesicht vertritt, sondern unter der Maske des Plot-Kaisers. Die Überraschung im Raum war nicht so groß, wie der Schatten es wohl vermutet hatte. Aber dies lag auch daran, dass die Hälfte der Anwesenden bereits Bescheid wussten. Darker hatte die Information selber vermittelt, Latias war dabei gewesen, als sie sich offenbart hatte. Epsilon kannte ebenfalls die Wahrheit und für Kell und Aurora war es nur eine Bestätigung, dass das Sorak tatsächlich die Wahrheit gesprochen hatte. Dieses Wissen hat für mich natürlich auch manches geändert. Also bin ich in der Nacht noch einmal zum Grab Elementaras gereist. Und wisst ihr, wen ich dort getroffen habe? Als er der Verstorbenen Ehre erwiesen hat. Der Plot-Kaiser. Der mir die ganze Sache auch noch einmal bestätigt hat. Es war ein besonderes Treffen durch und durch. Wir konnten uns nicht einmal wahrlich als Feinde begegnen. Wir waren beide aus demselben Grund dort, für dasselbe Pokémon. Und beide mit dem Gedanken der Rache. Und dennoch nicht in identischer Lage. Denn es gab einen Unterschied. Der Plot-Kaiser wusste bereits, wer hinter Elementaras Tod steckte. Und als Verbündete in diesem Thema, war er bereit, seine Erkenntnisse mit mir zu teilen. Erkenntnisse, die weit über Elementara hinausgingen. Also, ich möchte ein paar Antworten haben. Ganz freundschaftlich. Epsilon, was denkst du denn über folgende Aussagen? Jetzt kam also der Moment. Ich habe von einem Pokémon erfahren, das seit dem ersten Tag in unserer Runde lügt und betrügt. Ein Pokémon, welches versucht auf zwei Seiten zu stehen. Welches in unserer Runde angeblich gegen den Plot-Kaiser kämpft, aber in Wahrheit versucht, sein Vertrauen zu gewinnen. Ein Pokémon, welches sich als gleich mit dem Plot-Kaiser sieht. Selbe Ziele, selbe Motivation. Ein Pokémon, welches so weit ging, Elementare in eine Falle zu locken und ihr das Leben zu nehmen. Im Glauben, dass sie ein Feind des Kaisers wäre. Ein Pokémon, welches Elementara tötete, um das Vertrauen des Plot-Kaisers zu gewinnen. Ein Pokémon, welches von Anfang an alles wusste, hier in der Versammlung jedoch falsche Vermutungen über den Mord verbreitete, in der Hoffnung, unser Vertrauen zu senken. Denn unser Vertrauen ist das Misstrauen des Kaisers. Was ich dort hörte, waren Erzählungen über eine Irre. Entsprungen aus einer Zeit, die nie sein wird. Die Blut vergießt für einen Frieden, welchen sie behauptet zu hassen. Ohne dabei an Konsequenzen zu glauben. All das habe ich erfahren. Also sprich, Epsilon. All diese Worte handelten von dir. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nun brannten wieder die Blicke aller Anwesenden auf diesem einen Pokémon. Der Plot-Kaiser war sich offensichtlich nicht zu schade gewesen, auch nur ein Detail wegzulassen. Er hatte Epsilon selber nicht besiegen können, also brachte er ihre Wahrheit ans Licht, um die Welt gegen das Sorak zu stellen. Trotzdem blieb die einstige Kaiserin ruhig, als sie aufstand. Bevor ich ein Wort sage, welches mich verteidigen soll, willst du noch einmal wiederholen, woher du diese Information hast, Darkrai? Vom Plot-Kaiser höchst selbst. Von Dämon, welches du wieder und wieder versucht hast, von deiner Treue zu überzeugen. Bedeutungsvoll blickte Epsilon nun durch den gesamten Raum. Zu jedem der Pokémon einzeln. Wobei sie alle unruhig wirkten. Ich wiederhole die Lage. Also nur noch einmal für alle. Die gesamte Versammlung entsteht ursprünglich nur aus dem Willen des Kampfes gegen ein Wesen. Und seitdem ich hier bin, kann jedes einzelne Pokémon sehen, wie ich
Leben. Wieder und wieder. Gegen den Plattkaiser kämpfte. Ich bin mit Polana Gavatra gereist. Habe ihnen geholfen, die Plottarmut zu sammeln, welche den Kaiser stürzen kann. Ich habe ihnen alle Standorte dieser mitgeteilt. Den Stein angestoßen, welcher die Herrschaft des Plattkaisers beenden wird. Dieses Pokémon behauptet also all diese Dinge über mich. Was ein großartiger Zufall es doch ist, dass mein größter Feind all diese Beschuldigungen ohne einen einzigen Beweis hat, nicht? Man könnte beinahe glauben, er würde davon profitieren, mich aus dem Weg zu schaffen. Was willst du damit sagen? Was wohl? Der Kerl lügt von vorne bis hinten. Er weiß, dass du mir nicht traust, seitdem ich in diese Welt gekommen bin. Und nutzt die Situation nun aus, um den Tod seiner Mitstreiterin auf mich zu schieben. Und das Ganze im Wissen, dass du lieber deinem Feind traust, als mir. Das stimmt nicht. Du verdrehst gerade die Wahrheit. Aber das tut sie nicht. Das, was sie gerade sagt, ist genau, was gerade passiert. Es steht Aussage gegen Aussage, aber eine der Aussagen ist von dem Pokémon, das unser größter Feind ist. Und du vertraust ihm offensichtlich mehr. Andererseits geht es dem Kaiser doch anscheinend wirklich um Elementare. Und darum, dass die Wahrheit über sie ans Licht kommt. Würde er wirklich lügen, wenn sein Erfolg dafür sorgen könnte, dass man Elementares eigentlichen Mörder nie finden würde? Glaub, was du willst, Aurora. Aber ich bin mir sicher, das Wichtigste für den Kerl ist sein Sieg. Vermutlich würde er in einer Situation, wie du sie gerade geschildert hast, sagen, dass ein Opfer wäre, welches Elementare akzeptiert hätte, wenn dafür Frieden einkehren könnte. Mehr und mehr schien das grundlegende Gespräch seinen Halt zu verlieren, sich von Epsilon als Fokus wieder auf den Plottkaiser zu beziehen. Das einzige Pokémon, welches stumm daneben stand, war Darkrai. Zumindest für ein paar Momente. Anschließend durchdrang ein lauter Knall den Saal. Und alle verstummten. Darkrais Faust lag still auf dem Tisch. Seine andere Hand hatte die Klinge fest ergriffen. Seine Augen glühten wieder in grellstem Rot. Was zur Hölle tut ihr alle? Das Thema ist nicht die Moral des Plottkaisers. Es geht um dieses Zoroark. Wollt ihr mir etwa sagen, dass das Ganze nicht ein etwas seltsamer Zufall ist? Sie taucht eines Tages hier mitten aus dem Nichts auf. Ist ein ganz anderes Zoroark als die, die wir vorher kannten. Wusst über Kell Bescheid? Finde nur ich das merkwürdig. Wisst ihr, warum ich dem Plottkaiser lieber vertrauen würde? Weil wir bei ihm zumindest wissen, was er denkt. Dieses Pokémon. Wir kennen sie nicht. Nur weil sie aussieht wie eine alte Freundin, ist sie nicht dasselbe Pokémon. Also müssen wir aufhören, so zu denken, als wäre sie es. Oder bist du es vielleicht doch? Vielleicht war vom ersten Tag an all das ja auch nur ein Schauspiel. Und selbst wenn nicht, ihr alle seid euch so sicher, dass sie es nicht war. Wo sind dann die Beweise? Wir haben keinen einzigen Hinweis, um das Rätsel zu lösen. Abgesehen vom Wort des Plottkaisers. Es fehlt an Alternativen, die man überhaupt anstelle der Worte des Kaisers in Erwägung ziehen könnte. So ungern ich das sage, Darkrai, aber deine Logik ist komplett ohne Halt. Selbst auf Epsilons Theorie von vorgestern deutet mehr als auf die Wahrheit hinter den Worten des Plottkaisers. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass Aurora irgendwas damit zu tun hatte. Ich kann ihr sowieso ein Alibi geben. Wenn du das bloße Wort deines Feindes als Hinweis nimmst, dann müssten wir genauso Auroras Schuld in Erwägung ziehen. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass, wenn wir die Möglichkeit erwägen, dass der Plottkaiser uns helfen will,
Wir müssten selbst Eventualitäten in Betracht ziehen, die zum Beispiel dich selber als Täter zeigen würden, Darkrai. Das Einzige, was irgendwo Sinn an deinen Aussagen ergibt, ist dir unerklärtes Erscheinen. Und mir vertraust du doch auch, oder nicht? Doch! Was hätte ich für einen Grund, es nicht zu tun? 1:1 denselben wie bei Epsilon. Ich bin noch am selben Tag ohne Erklärung einfach in dieser Welt erwacht. Du warst uns aber ein grundlegend Fremder. Und wir haben dich mit der Zeit als vertrauenswürdig kennengelernt. Epsilon hingegen haben wir ohne Fragen akzeptiert. Einfach, da sie aussieht. Wie ein Pokémon, das wir kennen. So leid es mir tut, Darkrai. Aber ich würde sagen, dass dieses Gespräch relativ entschieden ist. Zumindest vernehme ich recht eindeutige Meinungen. Nicht! Die Frage richtete sich eindeutig an alle Anwesenden. Zwar entsprang keine wirklich verständlichen Wörter, doch Zustimmung war auch im Gemurmel heraushörbar. Weißt du was? Du solltest noch einmal drüber schlafen. Ich habe Aurora zu Unrecht beschuldigt, nachdem ich durch die neuen Erfahrungen durch den Wind war. Mir scheint, du machst durch dein neues Wissen über Elementara die gleichen Fehler. Wenn du morgen immer noch von meiner Schuld überzeugt bist, versuche Beweise zu finden. Ich verspreche dir, du wirst keine finden, da es keine geben kann. Aber vielleicht findest du dann ja den wahren Täter. Zwar sah Darkrai aus, als würde er noch vieles zu diesem Thema sagen wollen. Jedoch konnte er nicht. Stattdessen zog er ab. Den Rest hatte Epsilon überzeugt. Aber den neuen Leiter der Liga eindeutig nicht.